So, grüß Gott, einen wunderschönen guten Abend hier in den Design Offices. Ich begrüße recht herzlich im Namen der Consis zu einem weiteren Abend mit jeder Menge Insight-Informationen, Insight-Veranstaltungen. Das Thema des Abends steht bereits, wie man so schön sagt, an die Wand geworfen. Unternehmensnachfolge ist unser Thema. Und diejenigen, die vielleicht jetzt sich fragen oder sich wundern, die schon öfter hier waren und sagen, warum wird das heute da jetzt so anmoderiert im großen Stile, zumindest versuchen wir es im großen Stile anzumoderieren, das ist der Grund, dass wir heute eben ja nicht nur als Aconsis hier sind und eingeladen haben, sondern eben auch drei tolle Kooperationspartner mit an Bord haben, um eben zu diesem Thema einiges zu informieren. In diesem Sinne begrüße ich auch recht herzlich Vertreter von der Bayerischen Hotel- und vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, von der DEHOGA, von Bayern Tourist GmbH und von der HOGA Hotel Gaststätten Beratungs GmbH. Wir werden dann später noch näher darauf eingehen und ein bisschen was erzählen und beziehungsweise werden Sie eine Möglichkeit haben, jede Menge Fragen zu stellen. Doch bevor wir mit dem eigentlichen Thema der Unternehmensnachfolge und den Informationen dazu losgehen, möchte ich gerne einen Mann zu mir bitten, der schon ganz nahe hier vor mir sitzt. Das ist der Vorstand der Aconsis, der Andreas, Dr. Andreas Hofner. Würden Sie bitte kurz zu mir kommen? Wir brauchen auch ein paar einleitende Informationen zu dem heutigen Abend. Jetzt machen wir wieder kurz den Switch. Ja. Sehr gut. Herr Dr. Hofner, recht herzlich willkommen. Guten Abend auch an Ihrer Seite. Mich würde interessieren, und ich glaube auch viele neue Gesichter sind hier, Aconsis Insight, was ist das? Was war die Idee dahinter? Ja, auch von mir noch einen herzlich schönen guten Abend. Und jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage, die auch Sie interessiert. Was ist Aconsis Insight? Das ist eine Veranstaltungsreihe, eine Vortragsreihe, die die Aconsis ins Leben gerufen hat, die dieses Mal die 6. Veranstaltung in diesem Jahr zu aktuellen Themen, die Mandanten, die Bevölkerung bewegen, die nicht eine wissenschaftliche Abhandlung, nicht ein Vorstellen, was man Tolles, insbesondere im juristischen, für Differenzierungen weiß, sondern abhebt auf das, was sie bewegt und ihnen einen Eindruck vermitteln soll, auf was es ankommt. Sie werden danach nicht, wir hatten einen Testamentsabend, nicht danach das perfekte Testament erstellen, allerdings wissen sie, worauf es ankommen kann. Das ist das Ziel dieser Veranstaltungsreihe. Inside, die Innenseite, ein Wissen von uns heraus an Sie. Weiters fragen Sie sich vielleicht auch noch, was hier für rote Zettel hier rumliegen. Das wäre meine Frage gewesen. Ja, die habe ich jetzt schon mal weggenommen. Wissen Sie, ich ahne ja schon, was Ihnen auf den Nägeln brennt. Aber es hat sich sicherlich viele gedacht, was sollen diese roten Zettel? Also diese roten Zettel hat folgende Bewandtnis. Erstens einmal können Sie hier ankreuzen, ob Sie die Präsentation auch per Mail bekommen möchten oder ein persönliches Gespräch in dieser Frage. Zum anderen können Sie, und das vielleicht eine Aufforderung, ein Thema angeben, das Sie bewegt, wo Sie glauben, dass auch ein Abend in diesem Format Interesse wecken könnte. Dafür ist hier unten auch noch das Begründen. Im Übrigen freuen wir uns natürlich auf den interessanten Vortrag heute zur Unternehmensnachfolger oder Nachfolgerin gesucht. Wie gehe ich das an? Alles ein Thema, das man gerne vor sich her schiebt. Aber ich sehe schon, der Herr Schönherr möchte es unbedingt aufreden. Recht herzlichen Dank, Herr Dr. Hofner. Ja, ich wollte es jetzt nicht. Es ist alles gesagt, was ich von Ihrer Seite wissen möchte, deswegen sage ich auch schon danke recht herzlich. Wir haben auch im Nachgang, ich traue das jetzt schon raus zum weiteren, aber wir haben im Nachgang auch noch viel Zeit dann draußen am Buffet, uns auch noch über die weiteren Themen und dergleichen zu unterhalten. Aber ich habe jetzt alles schon erzählt. Sonst noch etwas, was ich loswerden möchte. Also, ich bin auch angehalten, natürlich auf das Zeitmanagement zu schauen, deswegen also. Na, in diesem Sinne, glaube ich, können wir den Herrn Dr. Hofner schon einmal mit einem tosenden Auftrittsapplaus verabschieden. Also, das ist dann auf jeden Fall den Kabel.
Ja, also Dr. Hofner, ein Vorstand der Akonsi, ist bei dieser Gelegenheit, möchte ich auch gerne die Gelegenheit nutzen und auch einen weiteren Vorstand, nämlich den Herrn Stefan Herzer, kurz nur begrüßen. Wo ist er denn? Lass mal kurz einen kleinen Applaus zukommen lassen. Ehe wir dann den dritten Vorstand bitten um seinen Auftritt, möchte ich ganz kurz auch noch die Gelegenheit nutzen. Ich bin leider angehalten, auch Sie darauf hinzuweisen. Sie sehen, wir haben zwei Herren heute hier wieder von unserer Filmfirma, die diesen Abend auch mit dokumentieren, aufzeichnen. Ich möchte Ihnen darauf hinweisen, dass wir natürlich die Datenschutzgrundverordnung sehr ernst nehmen und darauf achten, dass Sie in keinster Weise auch direkt oder frontal gefilmt werden, sondern es dient jetzt rein zur Dokumentation der Veranstaltung. Das heißt, die werden mehr oder weniger eher nur von hinten oder von der Seite gefilmt, außer diejenigen, die vorne stehen. Möchte Sie dazu eben, wie gesagt, darüber informieren, dass wir das sehr ernst nehmen. Es gibt auch diesen Aushang, den Sie überall sehen, wo man noch einmal auch ausführlich darauf hinweisen, was dann mit diesem Filmmaterial alles geschehen wird. Nur der Ordnung halber. Der weiteren Ordnung halber möchte ich jetzt aber bitte die Gelegenheit nutzen und sagen, wir kommen jetzt zum bereits angekündigten Hauptteil oder einen der zwei Hauptteile des heutigen Abends, und zwar ich bitte um den weiteren Vorstand, den dritten Vorstand, nämlich den Herrn Wolfgang Stamnitz einmal heraus, und den darf man auch entsprechend Applaus. Herr Stamnitz hat das Thema Unternehmensnachfolge erarbeitet, ausgearbeitet. Wir hören jetzt einen sehr, aus meiner Sicht, wir haben ihn schon mir durchlesen dürfen, sehr umfangreichen, informativen, spannenden Vortrag zu dem Thema. Damit Sie aber jetzt schon wissen, wie es danach weitergeht, wir haben ja eingehend erklärt, wir haben auch drei weitere Kooperationspartner heute hier, eine spannende Expertenrunde. Ich habe gesagt, wir haben heute zwar in der Allianz Arena Champions League, aber wir haben in einer kleinen Form schon eine Experten-Champions League heute hier. Und eben dann im Nachgang möchten wir gerne auch unsere drei weiteren Kooperationspartner hier noch vorbieten und werden Ihnen dann ausführlich für allfällige Fragen und dergleichen zur Verfügung stehen. Das heißt, in diesem Sinne kann ich jetzt nur sagen, ich gebe das Mikro frei für den Herrn Stamnitz und bitte um seine Worte und seine Vorträge. So, vielen Dank, Herr Schöner. Auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Abend. Ich darf jetzt nach so vielen Worten jetzt auch noch einen Vortrag halten. Womit ich auch gerne anfangen. Das ist ein Thema, was in der letzten Zeit gerade viele Kunden von unserer Kanzlei betrifft. Es wird wahnsinnig viel nachgefragt, also wir sind jetzt mitten in der Erbengemeinschaft und das Thema Unternehmensnachfolger gesucht, bewegt die Leute, wir sehen auch die große Resonanz, die es hatte, und da möchte ich jetzt gerne das mit Ihnen durchgehen, dass Sie einen Eindruck haben, was alles dafür notwendig ist. Als erstes zeige ich Ihnen, welche Themengebiete wir heute behandeln. Ich habe 45 Minuten Zeitfenster, also nicht, dass Sie jetzt Angst haben, das wird ein 3-Stunden-Vortrag. Ich hoffe, dass ich in den 45 Minuten durchkomme. Was wollen wir anreißen, was wollen wir mal thematisieren, wie geht man vor? Also die Frage, warum ist eine Nachfolge frühzeitig zu planen? Mit wie viel Vorlauf ist in eine Planung einzusteigen? Was gibt es zu beachten, wie gehe ich vor? Welche Optionen der Nachfolge gibt es? Wer berät mich und vermittelt mir Nachfolger? Und last but not least, ganz ein spannendes Thema, Spannungsprozesse bei der Nachfolgelösung innerhalb der Familie. Ich hatte schon Gelegenheit, mit ein paar zu sprechen. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder automatisch sozusagen in die Fußstapfen der Eltern rücken. Die haben eigene Vorstellungen, die haben auch eigene Wünsche von der Zukunft. Das war früher anders, da hat der Bruder oder Sohn gemacht, was der Vater sagt. Die Zeiten sind, zumindest in der Großstadt und wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen, vorbei. Gehen wir in das Thema rein. Warum ist eine Nachfolge frühzeitig zu planen? Da denken viele auch nur immer wieder an den Fall, dass man in Rente, in Ruhestand geht. Aber ich möchte hier gleich einen wichtigen Grund nennen. Wir haben auch erst vor kurzem in unserer Gesellschaft einen entsprechenden Fall gehabt, dass jemand durch einen Notfall, sprich Krankheit, Unfall oder plötzlicher Tod, dass auf einmal die Nachfolge ansteht, wo man sich gar nicht erwartet hat. Und das sind immerhin 10% aller Fälle, passieren durch Notfälle. Also das muss man sich auch bewahr sein, dass man auch sagt, okay, das habe ich noch Zeit, ich bin ja erst 75, da kann ich mir die Gedanken machen, wenn ich 85 bin. Auch diese Fälle passieren, dass man über die Straße geht und man wird zusammengefahren. Oder man hat andere schnelle Krankheiten und dann gibt es oft so
den Fall, den wir hatten, keiner war vertretungsberechtigt, keiner durfte irgendwas. Die Angehörigen sind von dem Schicksalsschlag sozusagen eingenommen, waren eh paralysiert und dann sollen sie sich nur um Sachen kümmern, wo jeder sagt, ich kenne mich doch in dem Rechtlichen nicht aus. Also auch das ist ein Punkt, wo man über die Nachfolge stärker nachdenken sollte, also der Notfall. Und natürlich die meisten Fälle, wie jeder vermutet hat, ist der Nachfolgefall aus Altersgründen. Irgendwann sagt man, jetzt, es reicht, jetzt übergebe ich. Ich habe hier mal die anstehenden Übergaben in Deutschland empirisch auch an einer, das Kleingedruckte Nummer lesen, Berechnung des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn. Sie kriegen auch nachher eine Broschüre vom Bundeswirtschaftsministerium, wo das auch ein bisschen nochmal zusammengefasst ist. Ich habe aber jetzt in der Kürze einfach die wichtigsten Aspekte rausgegriffen. Dort wird gesagt, dass es in Deutschland etwa 3,4 Millionen Familienunternehmen gibt. Davon sind übernahmewürdig 700.000. Was ist übernahmewürdig? Sie sehen, wenn ich sage, von 3,4 Millionen sind nur 700.000 übernahmewürdig, dann wird oft unterschieden, was übernahmewürdig ist, wenn nach Abzug eines kalkulatorischen Unternehmerlohns oder eine Kapitalverzinsung überhaupt was übrig bleibt. Weil viele, wir hatten auch schon mal den Fall, dass jemand gekommen ist, von extern, der wollte seinen Betrieb übergeben, hat den ganzen Tag, das ganze Jahr gearbeitet, hat 40.000 Euro Gewinn gehabt. Ich musste ihm erklären, dass Gewinn nicht gleich Gewinn ist, vor allem wenn es ein Einzelunternehmen ist. Er muss noch eine Tätigkeitsvergütung abziehen und dann habe ich gefragt, wenn Sie jetzt in Ihrem Betrieb angestellt sein wollen, wie viel wollen Sie dann verdienen? Ja, 60.000 sollten schon sein. Da habe ich gesagt, das ist spannend, weil dann haben Sie nämlich 20.000 Verlust. Und das sind diese Fälle, wo man sagt, es gibt viele Kleinunternehmen, die nach Abzug eines Unternehmerlohns gar nicht übernahmefähig sind. Auch da muss man sich mal klar sein und vielleicht auch offen in die Realität schauen, dass solche Betriebe kaum zu übertragen sind. Aber immerhin sind es 700.000 von denen, die sozusagen in den Jahren 20 und davon, von diesen 700.000 deutschlandweit, sind 150.000, geben an, in den nächsten 5 Jahren zu übergeben. Das sind Deutschlandzahlen. Jetzt komme ich gleich auf die bayerischen Zahlen, weil was interessiert uns in München oder in Bayern schon Deutschland, sondern Bayern ist entscheidend. Da sind es insgesamt, Sie sehen es hier unten, 29.400 Unternehmen, die in den nächsten 5 Jahren von 2017 bis 2021 sozusagen zur Übergabe kommen. Ganz schöne Zahl, vor allem wenn man dann sieht, dass in der Umsatzgröße ab 1 Million, wo man sagt, naja, da rührt sich schon mal was, das ist auch mehr, was ein Einzelunternehmen macht, reden wir fast von 10.000 Betrieben. Also es sind schon signifikante Zahlen, auch in Bayern, die sozusagen auch in den nächsten Jahren zur Nachfolge anstehen. Und Sie sehen auch jetzt in den nächsten Fall, wie gliedert sich das auf, wegen Umsatz, Handel, Verkehr und Gastgewerbe, sind 10.510 Betriebe, die in den nächsten 5 Jahren, von 2017 bis 2021 waren das die Zahlen, die zur Übernahme anstehen. Auch produzierendes Unternehmen, aber Sie sehen, unternehmensbezogene Dienstleistungen und personenbezogene Dienstleistungen sind auch etliche Betriebe, aber der Bereich Gastgewerbe, Verkehr, Handel ist doch der Großteil der Unternehmen. Jetzt kommt die Herausforderung, dass man sagt, naja, ich habe ein tolles Lebenswerk, aber finde ich überhaupt einen Nachfolger? Und das sind Zahlen vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, dass Sie sehen, in der Entwicklung, diese dunkelblaue Linie, sind Altinhaber der IHK-Beratung, die keinen passenden Nachfolger finden. Und Sie sehen, das ist angestiegen von 2007 mit 1700, jetzt auf 2900 im Jahr 2016. Also die Nachfolger stehen nicht mehr Schlange und umgekehrt die hellblaue Linie sind interessierte Leute, die gerne einen Betrieb haben wollen, die nichts finden. Es werden immer weniger. Das waren mal an die 3000, geht Richtung 2000 mit Tendenz nach unten. Also das heißt auch, Sie müssen sich überlegen, ob Sie überhaupt einen Nachfolger finden. Es ist nicht selbstverständlich, dass wenn Sie sagen, ich höre auf, dass Sie dann automatisch der Nachfolger Schlange stehen. Ich habe auch heute schon einen Einzelfall gehört, da sind vielleicht sehr viele Nachfolger da gewesen, das ist toll, aber ist nicht die Regel. Also das sind sozusagen immer diese, also die volkswirtschaftlichen, globalwirtschaftlichen Daten. Es stehen viele Betriebe an zur Nachfolge, aber die Übernehmer
werden weniger. Es ist auch eine Tendenz, die wir bei uns merken. Früher war das so, der Steuerberater war noch selbstständig. Heute, ich stelle das wertfrei fest, ich möchte es gar nicht beurteilen, heute sagt man, man stellt so eine Work-Life-Balance dar, man will schon eine interessante Aufgabe haben, aber die ganze Verantwortung mit Mitarbeitern, das muss nicht unbedingt sein. Das kann man auch anders machen. Außerdem, ein Kapitalinvest in der Größenordnung, in einem Alter, wo man sagt, da baut man gerade sein Nest, seine Hausfinanzierung, man soll ja nur in den Betrieb rein investieren. Das sind alles Zahlen, das finden die jungen Leute immer ganz so selbstverständlich. Das ist vielleicht bei uns noch was. So, die zweite Frage ist, mit wie viel Vorlauf ist in die Planung der Nachfolge einzusteigen? Da gibt es wieder zwei Fälle. Beim Notfallkoffer eigentlich sofort. Sie müssen sich mal überlegen, was passiert, wenn was passiert. Geht Ihr Betrieb weiter oder können Sie überhaupt eine Bankzahlung auslösen? Kann überhaupt jemand noch Bank zahlen oder sind Sie die einzige Person, die eine Bankvollmacht hat? Weil dann steht der Betrieb. Zack. Passiert nichts mehr. Dann müssen irgendwelche Leute einspringen, die vielleicht freie Mittel da reinschießen, aber sie können da nichts mehr machen. Also das ist ganz wichtig, das sollte man sich immer Gedanken machen, was passiert, wenn morgen was passiert. Bei einer geplanten Übergabe empfehlen wir, gibt es immer, sowas kann schneller gehen, dann ist natürlich gehetzt. Wenn Sie sich 5 Jahre Zeit nehmen, dann haben Sie da wahrscheinlich ein sehr planvolles Vorgehen. Ich gehe dann nochmal in die Einzelheiten ein, warum man sich 5 Jahre geben sollte, das werden Sie dann nachfolgenden noch hören. Beim Notfallkoffer habe ich einmal gesagt, das ist eigentlich nicht ein Notfall, sondern das ist der Schweizer Bankkoffer, wenn die Steuerverhandlung kommt. Dann müssen Sie sozusagen in die Schweiz dann schnell ziehen, aber letztendlich soll es dann doch der Schicksalsschlag sein. Ja. Also aus gegebenen Anlass, wir haben ja auch bei uns erst jemanden gehabt, kann ich nur sagen, sowas passiert, Gott sei Dank nicht regelmäßig, aber es ist auch nicht so, dass es nicht vorkommt. Was gibt es zu beachten? Woran scheitern eigentlich die meisten Übergaben? Und ich weiß nicht, ob Sie es jetzt überraschen wird, wenn ich Ihnen die nächste Statistik zeige. Wir kennen, also es deckt sich auch mit unseren Erfahrungen, weil, vielleicht ich erkläre es nochmal kurz, diese hellblauen und die dunkelblauen sind die Segmente, was sehr häufig und wo es häufig scheitert. Also die rote Linie ist sozusagen die abnehmende Linie. Sie sehen, der oberste Punkt, da sind 80%, wir haben es dann auf der Seite sozusagen auch hingeschrieben. Woran der Hauptkalau, woran ein Nachfolgeprozess scheitert, ist, der Übergeber setzt sich nicht rechtzeitig mit dem Thema auseinander. Zweiter Punkt, Übergeber können emotional nicht loslassen. Das sind eigentlich die zwei Hauptburner, also Klassiker. Wie ich mich da jetzt auch vorbereitet habe, nochmal auf den Vortrag, habe ich auch ab und zu mal in den Spiegel geschaut. Ich gehöre jetzt nicht mehr zu den 30-Jährigen, gehöre aber noch nicht zu den 80-Jährigen, so irgendwo dazwischen. Aber man könnte schon auch sagen, Mensch, das Kinder, wie schaut es bei dir aus? Das Loslassen ist eine Gabe, die man sich eingestehen muss. Und wer nicht loslassen kann, wird nie die Übergabe hinbekommen. Also wenn Sie der Meinung sind, außer Ihnen kann den Betrieb eh niemand führen, dann haben Sie schon Ihr erstes Problem. Weil es wird der Tag so oder so kommen, wo jemand anders den Betrieb führt und dann wird er auch geführt oder nicht geführt. Aber es passiert. Und das sind eigentlich die zwei Hauptkalauer. Sie sehen, abweichende Kaufpreisvorstellungen zwischen Übergeber und Übernehmer ist natürlich auch ein wichtiger Grund. Aber das ist oft ein Ergebnis dessen, dass ich nicht loslassen will. Ich beziehe es erstmal auf mich. Also mein Betrieb ist so wertvoll, den kann gar keiner bezahlen. Also der ist mindestens so viel wert. Ja. Und dann sagt natürlich der Übernehmer, ja, es mag schon sein, dass es aus seiner Sicht ist, ich habe da eine andere Beurteilung, ich muss da ein Geschäft machen. Und ich kann auch nicht dein Lebenswerk der letzten 30 Jahre bezahlen, ich muss die Zukunft mir betrachten, was er mir in den nächsten Jahren bringen wird. Und damit zieht man oft die Kaufpreisvorstellung hoch oder zu hoch, damit kommt man auch nicht zusammen. Also es ist oft auch ein Ergebnis dieser ersten zwei Punkte. Und Sie sehen dann, es gibt, nimmt dann immer mehr ab. Bestimmung des Unternehmenswertes, Übergeber haben keine klare Zielvorstellung, finden eines passenden internen Nachfolgers, finden eines passenden externen Nachfolgers und dann Festlegung einer gerechten Erbfolge in der Familie, da geht es dann langsam runter. Und Sie werden auf der zweiten Seite sehen,
dass man oft die Themen, ich gehe erstmal von unten nach oben, Hemmnisse im Gesellschaftsrecht oder in der Vereinbarung oder das sind eigentlich gar nicht so viel. Oder auch der unterste Spiegelstrich mit fehlendem Können und Wollen des Nachfolgers, das sind eigentlich nur 12% der Fälle, woran scheitert. Also das ist nicht so, dass das an den Nachfolgern liegt, sondern es liegt häufig an den Übergebern und man muss sich da auch irgendwo innerlich freimachen für die Bereitschaft zum Übergeben. Und auch die Finanzierung des Unternehmensnachfolge ist schon auch nochmal ein Thema, aber eigentlich nur sind wir 40%, die anderen Themen sind 80% fast da. Also natürlich muss man dafür Sorge tragen, dass wenn Sie sich über ein Unternehmenswert geeinigt haben, wenn Sie sich über einen Kaufvertrag geeinigt haben, dass natürlich das Geld fließt. Gar keine Frage. Das muss natürlich da sein. Da muss man natürlich auch aufpassen. Da gibt es auch Beratungen, wie man das machen kann, wie man das absichern kann. Aber das ist schon nochmal auch eine signifikante Größe. Aber es ist nicht der Hauptgrund, woran Übernahmen scheitern. Wie gehe ich vor? So. Als erstes würden wir immer Ihnen raten, auch wenn die Übergabe in 5 Jahren erst ansteht, stellen Sie sich die Frage, was passiert, wenn was passiert, ist das Notfallmanagement. Und da sind diese ersten Punkte immer ganz wichtig. Weisungen, Vollmacht, Verfügungen. Wenn Sie nicht unterschreiben können, gibt es noch jemand anderen, der in Ihrer Stadt Banküberweisungen, einen Vertrag abschließen kann, oder sind Sie der Einzige? Es sollte auf alle Fälle der Fall sein. Wir nennen es oft mal auch Probestern. Was passiert, wenn was passiert? Es hilft nichts, man kann das natürlich dann oft so sagen, aber wenn es dann soweit ist, ist auch niemandem geholfen und wir dürfen und müssen es oft einmal ansprechen, weil es ist unangenehm, mit mir müssen wir uns auseinandersetzen, aber wir können es immer nur einfach empfehlen, überlegen Sie mal, was passiert, wenn plötzlich was passiert. Auch Verantwortlichkeiten, Entscheidungsbefugnisse, Vertretungen, wichtige Unterlagen und Verträge, Zugangs-, Zutrittsberechtigungen, Banken und Finanzdaten etc. Das können Sie beliebig nach weitermachen. Auch die IHK hat eine Notfallkofferplanung. Das ist mir zu viel. Ich will mich auf die wesentlichen Sachen beschränken. Wer kann unterschreiben? Wenn ich nicht unterschreibe, kann das noch jemand anders? Ist es gewährleistet, dass der Betrieb überhaupt handlungsfähig ist? Kann man Zahlungen ausführen? Kann man einen Vertrag abschließen? Weiß jeder, wo eigentlich die wichtigsten Verträge sind. Also mal, man muss da gar nicht riesen Ordner anlegen, sondern einfach mal die 5, 6, 7 wichtigsten Sachen, was passiert eigentlich, wenn ich morgen nicht unterschreiben kann. Damit sind Sie schon einen Riesenschritt weiter, auch für den Fall der Fälle gewappnet, der hoffentlich nicht eintritt, aber 10% der Nachfolgefälle kommt auch plötzlich. So, dann kommt, dafür brauchen Sie, also für den Notfallmanagement brauchen Sie noch nicht 5 Jahre Zeit, das geht auch schneller. Sowas kann man auch mal ein, zwei Abenden erledigen, auch selber erledigt, aber auch gern mit Hilfe. Sie müssen so eine Übernahme vorbereiten. Also auch wenn Sie sagen, Mensch, mein Betrieb ist doch super da, ernährt mich doch gut, ich habe riesen Spaß, mir macht das gut, den kann man einfach so übernehmen. Das ist immer Ihre Sichtweise. Sie müssen sich die Sichtweise auch des Übernehmers annehmen. Wie sieht Ihr Nachfolger, was will der wissen? Also erstens, Sie müssen sich mal überlegen, was soll eigentlich der Nachfolger können, eigentlich ein Stellenprofil. Was sollte der idealerweise für Voraussetzungen erfüllen? Jetzt zum Beispiel bei uns, wenn er Steuerberater wäre, sollte er vielleicht Steuerberater sein. Ja? Das wäre sicher ganz zweckdienlich. Hat der, wenn Sie ein Hotel haben, hat eine Hotelausbildung. Welche Hotels hat er schon geführt? Hat er in ähnlichen Größen Erfahrungen? Oder kommt er aus der Systemhotellerie und soll einen Familienbetrieb übernehmen, wo dann vielleicht die Usancen ganz anders sind? Dann gibt es was, die SWOT-Analyse, das heißt Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Alles auf Englisch, ich habe das mal auf Deutsch gesagt. Also man sollte sich auch mal die Frage, was sind die Stärken des Betriebes, was sind meine Schwächen, weil die will er auch wissen. Also wenn ich jetzt einen Betrieb irgendwo berate, würde ich den Unternehmer fragen, sagen Sie mal, wo sind denn Ihre Schwächen? Wo, wenn Sie jetzt Zeit hätten und Geld hätten, was würden Sie als nächstes anpacken? Kann man erzählen, weil wenn Sie es aktiv erzählen, der andere kommt eh irgendwann drauf und es ist besser, man kommuniziert offen. Und natürlich die Chancen, welche Chancen sind da, die man noch nicht gehoben hat oder warum man sie auch noch nicht gehoben hat.
und auch welche Risiken sind noch da, also wo sind, wo könnte auch mal was anderes passieren. Das würden umgekehrt, wenn wir einen Übernehmer beraten, wäre das das Erste, was wir fragen, wie beurteilen Sie den Betrieb, was glauben Sie dazu? Dann muss man natürlich eine Unternehmensbewertung durchführen, das ist immer ein spannender Prozess. Also als Wirtschaftsprüfer sind wir prädestiniert für Unternehmensbewertung, aber auch die HOGA ist zum Beispiel prädestiniert für Unternehmensbewertung. Viele können bewerten. Es ist bloß auch ein hochemotionaler Akt, weil die meisten wollen ihr Lebenswert bewertet haben. Und das sage ich mal so als Wirtschaftsprüfer, ist die Wertschätzung sollte der Nachfolger ihnen geben, er wird es nie bepreisen. Weil sie haben da was geschaffen, was unbezahlbar ist. Ich sage es mal so, deswegen irrelevant. Der Nachfolger interessiert, wenn ich heute einen Geldschein hinlege, womit verdiene ich morgen das? Habe ich morgen die Chancen, Umsätze zu generieren? Und welche Gewinne kann ich generieren? Und das sind die Fragen, die der Übernehmer interessieren. Und damit oft ein diametraler Gegensatz ist zwischen dem, Mensch, schau doch zurück, ich habe 20 Jahre nur Gewinne geschrieben. Ja, bloß wenn jetzt was passiert, wo ab morgen das nicht mehr da ist, dann schreibst du ab morgen Verluste und was soll man dann bezahlen, wenn Verluste da wären, anstatt die Gewinne. Und der Übernehmer sieht in die Zukunft und der Verkäufer schaut oft in die Vergangenheit. Und da sage ich Ihnen, vergessen Sie die Vergangenheit, schauen Sie in die Zukunft, erklären Sie den Übernehmern, warum der Betrieb so weiterlaufen soll, gut weiterlaufen soll oder warum er auch besser laufen soll. Kommunikation, besprechen Sie sich in der Familie und der Partnerschaft. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht, dass das so eine einsame Entscheidung wird, damit Sie sich auch mal sagen, ist es eigentlich schon weit? Manchmal haben Sie vielleicht auch Vertraute aus der Familie, aus Freunden, wo jemand sagt, ich habe zu meinem Partner gesagt, bin ich mir unerträglich, bin erwartet von Ihnen, dass Sie sagen, Wolfgang, jetzt wird es Zeit. Ja. Wir arbeiten lange genug zusammen. Wer soll es dann sagen, wenn nicht vertraute Personen? Ja, wo jemand sagt, du, ganz ehrlich, jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt zum Verkaufen. Gib ab. Das würde ich erwarten, würde ich auch umgekehrt auch sagen. Aber es ist wichtig, dass Sie da Vertraute haben. Notwendige und sinnvolle Investitionen, sollte man sich auch fragen, warum tue ich die nicht oder mache ich die noch, um sozusagen auch dem Übernehmen meinen Betrieb noch attraktiv zu gestalten. Wir reden über einen Zeitraum von 5 Jahren, dass Sie sagen, lutsche ich den Betrieb jetzt so aus, dass das so ein sozusagen in den letzten Rille dahin läuft und der Übernehmer sagt, ja, ich muss da investieren, da investieren, da investieren und da investieren, hat der Risiken, der Alte hat nichts mehr gemacht. Ja, das ist schlecht. Also machen Sie einen Betrieb verkaufsfertig, das heißt, er muss attraktiv sein, er muss für den Übernehmer auch interessant sein. Natürlich sollen Sie nicht die kapitalintensivsten Investitionen machen, wo Sie sagen, die rechnen sich auf die nächsten 20 Jahre. Die lassen es den Übernehmer machen. Aber er darf auch nicht runtergewirtschaftet sein, dass man sagt, ja, beim Auto, der ist jetzt 30 Jahre lang, 20 Jahre lang keine Inspektion mehr gemacht und also rostet er schon halt durch. Er fährt zwar immer noch, aber der Käufer wird sagen, naja, da könnte ich mir ein schönes Auto vorstellen. Also im übertragenen Sinne. Ganz wichtig auch die persönliche Zukunftsplanung. Was tun Sie, wenn Sie aufgehört haben? Weil für die meisten ist das ein Lebensinhalt. Also wir haben viele Leute, die sagen, ja, was mache ich dann? Dann sage ich, das kann ich Ihnen nicht sagen, das müssen Sie die Frage nicht schon selber beantworten. Ja. Gehen Sie rein, wollen Sie den Einkaufszettel Ihrer Ehefrau und dann, früher habe ich mir Tegelmann gesagt, das muss Edeka sagen, gehen Sie zum Edeka und kaufen ein. Wenn Ihnen das nicht ist, müssen Sie überlegen, was Sie sonst tun können. Da gehe ich nachher nochmal darauf ein. Aber man muss eine persönliche Zukunftsplanung haben. Man darf nicht sagen, das habe ich verkauft, so, jetzt schlafe ich mal aus und was mache ich jetzt? Das geht schief. Wir haben da auch Fälle schon erlebt, die in eine Depression reingefallen sind. Das will man auch nicht. Ja. Und deswegen auch sich damit beschäftigen, was mache ich mit der Zeit, die mir übrig bleibt, wenn ich einmal das weitergegeben habe. Natürlich steuerliche Gestaltungsspielräume nutzen und Unterlagen zusammenstellen und ein Exposé erstellen. Sie müssen was verkaufen. Das heißt, Sie müssen auch ein Projekt machen. Sie müssen Ihr Unternehmen auch anpreisen und die Zeiten sind vorbei, der soll froh sein, wenn er überhaupt einen Betrieb kaufen kann. Das ist vorbei. Sie müssen ihn auch anpreisen. So, die nächsten To-Dos, wenn Sie das alles getan haben, sich mal bewusst gemacht haben, wie bereite ich mich vor, da sehen Sie, da ist gut schnell einmal ein Jahr rum. Da können einmal 1-2 Jahre rumgehen, damit Sie Ihren Betrieb überhaupt vorbereiten
verkaufsfähig machen. Wir nennen sie immer ein bisschen auch die Braut hübsch machen. Also sie müssen einfach mal das Auto raussaugen und einmal waschen und mal ein paar notwendige Investitionen machen, damit ihr Betrieb, ihr Gastronomiebetrieb, ihr Hotelbetrieb irgendwo noch attraktiv ist. Und wenn sie das soweit mal geregelt haben, dass sie sagen, so jetzt bin ich eigentlich bereit dafür, auf Brautschau zu gehen, um Bräutigam zu finden, dann kommt eigentlich ein ganz spannender Bereich, wenn man immer sagt, ja, wie geht das überhaupt? Da gibt es verschiedene Plattformen. Natürlich, wir sind heute auch mit der DEHOGA da, es gibt natürlich die Verbände, die IHK, und es gibt, ich habe das in die Homepage, die Website hingeschrieben, www.next-change.org. Das ist eine Webseite der Bundesregierung, wo sie eine Plattform aufbauen wollen, in dem sozusagen Käufer und Verkäufer sich finden können. Gehen Sie einfach mal darauf, da sind auch sonst viele sinnvolle Informationen dort enthalten, die man sich mal durchlesen kann und auch mal querlesen können. Da werden Sie auch vieles wieder hören, was Sie von mir heute hören. Es ist immer wieder ein ähnlicher Prozess. Also ich erfinde gerade das Rad nicht neu, sondern ich sage Ihnen, wie das Rad normalerweise abläuft. Davon gibt es natürlich immer Abweichungen. So, Rahmenbedingungen klären und Kriterien klären. Dann finden Sie über irgendeine Plattform einen Interessenten, dann sind die Erstgespräche und Kennenlernen. Das sind hochemotionale Gespräche. Wir haben auch viele Kanzleien bei uns integriert, auch Übernahmen schon organisiert. Das sind hochemotionale Gespräche. Also das Erstgespräch, da würde ich auch nicht immer reingehen gleich, was kostet es, was bietet man, sondern da sollte man sich kennenlernen. Also mein Thema ist immer, meine Kollegen schmunzeln, meine Nackenhaare müssen entspannt bleiben und meine Mageneingeweide müssen auch entspannt bleiben. Wenn das ist, dann für das zweite Gespräch. Wenn das nicht ist, lasse ich es in der Regel bleiben, weil das macht keinen Sinn, irgendwas passt da nicht. Und ob man dann wirklich zusammenkommen, wenn sie merken, irgendwie was da nicht, das passt nicht, ist meine Erfahrung, vielleicht nicht immer gleich abbrechen, aber mal hinterfragen, warum passt es nicht, warum habe ich ein schlechtes Gefühl. Und mit dem Ratschlag sind die Leute, die sagen, das war eigentlich ein gutes Gefühl, ich habe mich dabei wohlgefühlt, wir waren mir sympathisch, wir haben uns verstanden. Dann ist das eine gute Basis, worauf Sie dann eigentlich die ganzen Verhandlungen aufführen. Sie verhandeln. Es kommt der Interessengegensatz. Es sagt der Käufer, Sie, wenn er intelligent ist, macht er eine große Wertschätzung für Ihren Betrieb, aber den geforderten Betrag, den kann und will er nicht zahlen. Und schon ist das eine Anmaßung eigentlich, ja, dass er eigentlich das Lebenswerk dann abkauft. Also das sind spannende Sachen und da sollte man auf der persönlichen Ebene clean sein, frei sein, und den anderen mal sympathisch finden, weil es dann, man redet dann leichter. Klar, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt jemanden, dann machen wir weiter, dann gibt es den Letter of Intent, das ist so eine Absichtserklärung, meistens auch mit einer Geheimhaltungsvereinbarung verbunden, dass man sagt, ja, ich gebe dir jetzt die Daten raus, wir reden jetzt, gehen ins Eingemachte rein, auch da ist ein Prozess, wie man damit umgeht. So, dann geht es weiter, wenn man sagt, okay, es ist immer ein Schritt weiter, alles ist immer positiv, dann baut man den Nachfolger auf oder entwickelt eine Strategie für Familienunternehmen, auch innerhalb der Familie, weil dann muss ich gar nicht verhandeln, weil ich mein Sohn, meine Tochter, mein Neffen, meine Nichte, die kenne ich vielleicht. Ja. Da sind wieder andere Faktoren wieder ausschlaggebend, da kommen wir im letzten Teil nochmal drauf. Dann kommt die Verhandlung und zum Schluss die Entscheidung. Irgendwann sagt man, okay, wir haben alles durchverhandelt, wir haben den Vertrag, es passt alles, wir sind klar. Der Kaufpreis ist klar, der Finanzierungsnachweis ist da, die Bank kann das, hat gesagt, das finanziert sie. Wir haben auch Sicherheiten drinnen, wenn dann wieder erwarten, doch nicht bezahlt wird, was dann passiert. Also es passt. Dann kommt der nächste Schritt, Übergabe und Übernahme. Irgendwann muss man auch die Mitarbeiter informieren, das ist immer eine Frage, wann informieren wir das. Ich empfehle immer nicht zu früh, weil immer wenn sie übergeben, wenn sie dann überlegen sich die, ja, ist der Nächste was Gescheites, jetzt habe ich gerade ein Angebot vom Wettbewerber bekommen, das ist ganz interessant, dann kann es auch sein, dass sie auf einmal Abwanderungen haben, wo sie sagen, eigentlich wollte das gar nicht, ich wollte meinen Betrieb übergeben, da war ja die Mitarbeiter. Also insofern bin ich eher mehr ein Fan davon, macht die Pferde nicht zu früh scheu, sondern eher in einem bestimmten Punkt, wenn man sieht, okay, man hat jetzt da jemanden, weil die wollen dann in der Regel auch wissen, ja, wer ist denn das? Was hat der vor mit uns? Was hat er mit dem Betrieb vor? Habe ich noch meinen Arbeitsplatz oder kommt er mit seinen eigenen Leuten?
Und diese Fragen können Sie vorher nicht beantworten. Dann entsteht Unsicherheit und Leute wollen keine Unsicherheit. Und gerade in dem Arbeitsmarkt, wie wir derzeit haben, ich glaube, jeder ist froh, wenn er einen qualifizierten Mitarbeiter hat, den will keiner verlieren. So, dann Einarbeitung des Nachfolgers, Vertrag abschließen, je nachdem, was es halt ist, ob ein Kaufvertrag oder an Kinder, Familienangehörige Schenkung, oder man sagt, na, das ist einfach viel zu wertvoll, ich kann jetzt das Gebäude nicht verkaufen, weil das Geld hat er nicht, ich mache eine Verpachtung. Ja, er kann den Betrieb übernehmen, aber das Grundstück bleibt bei mir. Spannende Frage ist auch heutzutage, was mache ich mit dem Geld? Jetzt bekomme ich eine schöne Abfindung, einen schönen Kaufpreis. Auch darüber sollte man sich Gedanken machen, nicht, dass man dann sagt, man hat einen schönen Kaufpreis jetzt bekommen. Aber dann gibt es viele Anlagenvermittler und, wo dann auch schnell wieder ein Teil des Geldes weg sein kann. Also auch da sollte man sich mal Gedanken machen, was fange ich eigentlich mit dem Geld an. Vorstellung und Einführung des Nachfolgers und irgendwann auch dann der Rückzug. Irgendwann ist es, übergeben Sie. Dann gehen Sie aus der Verantwortung raus. Dann kann man dann höchstens dann noch überlegen, je nachdem, ob es Familienmitglieder sind, aber da gibt es, das ist immer ganz eine heikle Gratwanderung, ja, weil Sie müssen schaffen, also wenn Sie noch weiter arbeiten in dem Betrieb, dass Sie dem Übernehmer, ich sage es jetzt einmal so, nicht auf die Nerven gehen, auf der anderen Seite auch einen Beitrag leisten, weil sonst, Sie wollen ja auch nicht bloß da irgendwie der gute Frühstücksdirektor dann sein. Ja. Und diese, das ist ein ganz schwieriger Balanceakt zwischen den Interessen der einzelnen Personen, zwischen den Übergeber und den Übernehmer. Heikle Sache. Also es ist ein hochpsychologischer Akt und da brauchen Sie auch jemanden, mit dem Sie darüber reden können, der Sie auch dann wieder berät. Und dann kommt die wichtige Phase, Zukunft. Verkauf ist nicht Abschied, ist auch nicht, wo ist der Friedhof, sondern ist Zukunft. Sie treten in eine neue Lebensphase. Man sollte es auch als Chance nutzen, dass man sagt, okay, ich bin im Stress nicht mehr gewachsen, ich habe körperliche Einschränkungen, vielleicht habe ich auch gesundheitliche Einschränkungen. Ich gebe das ab, diese Phase ist beendet und jetzt habe ich eine Zukunft. Also ich bin nicht beim alten Eisen, sondern ich habe eine Zukunft. Und jetzt muss man halt überlegen, was mache ich mit meiner Zukunft. Ja, ich habe Leute, die freuen sich, dass sie jetzt 200 Tage im Jahr in die Berge gehen können. Wenn das der Wunsch ist, ist alles gut, der hat seine Aufgabe, der freut sich. Also welche Hobbys habe ich? Auch welche familiäre Situation. Oft ist ja so, dass dann auch Enkelkinder da sind, wo man dann sagt, da geht man gern auch rein. Ja? Also das sind auch viele Themen. Also Gestaltungsspielraum, nutzen Sie es, Ihre Übergabe gelingt, wenn Sie sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, das passt. Aber in meinem Freundeskreis kommt jetzt so, dass überall so langsam der Vorruhestand, die ersten waren dann bei der eine Fluglotse, die müssen dann schon mit 55, 56 in Ruhestand gehen. Die Themen verändern sich dann. Und wenn sie da keine echten Aufgaben mehr haben, dann dreht sich das immer über das Gleiche um und dann sagt, nein, das kann es ja nicht sein, der ist zwar im Ruhestand, aber eigentlich macht er jetzt zu wenig aus seiner Zeit. Da gibt es, ich wollte bloß mal aufklären, was es so gibt, Berater oder Beirat im Unternehmen, auch das ist möglich. Ehrenamtliche Tätigkeit, Dozenten. Neustart mit einer neuen Geschäftsidee. Wir hatten mal viele Siemens-Mitarbeiter, die mit 55 in Ruhestand verabschiedet wurden. Die haben neu gestartet. Die haben gesagt, 55, ja super, ich bin ja im idealen Alter, ich habe jetzt die Erfahrung. Und dann haben die neue Unternehmen gegründet, sind mit kleinen Unternehmen dann bei uns aufgeschlagen. Ja. Und haben gesagt, die haben Abfindung bekommen und jetzt starten wir nochmal durch. Oder ein Business Angel. Also einfach geben Sie Ihrem Leben nochmal einen Sinn. Es geht um Ihre Zukunft, das ist ein neuer Lebensabschnitt. Ganz ein wichtiger Punkt. Wenn Sie da stabil stehen, fällt Ihnen alles andere viel leichter. Dann gehe ich auf die Nachfolgeoptionen. Welche gibt es denn überhaupt? Das Traditionelle sind fast knapp die Hälfte aller Übergaben. Wir reden über Familienunternehmen. Sie haben eine hohe emotionale Bindung ans Unternehmen. Die bleiben in der Familie. Man findet jemanden, werden an Familienmitglieder übergeben. Da ist es dann auch gut, wenn Sie einen Berater haben, der vielleicht auch Ihr Vertrauen hat, wo Sie sagen, wie gehen wir denn das dann an, wenn es soweit ist. Ja, schrittweise entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung durch Beteiligung an einer Person- und Kapitalgesellschaft. Mache ich eine vorweggenommene Erbfolge bzw. Schenkung.
war eine gewillkürte Erbfolge per Testament oder Erbvertrag, also ich warte, bis ich verstorben bin, bleibe ich bei der gesetzlichen Erbfolge, berücksichtige Missbrauch und Ausgleichszahlungen. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, da gibt es eine individuelle Situation und je nachdem holt man aus dem Koffer das eine oder andere Instrumentarium. Wenn jemand so viel Privatvermögen hat, dass er eigentlich sagt, ich bin eh ausgesorgt, also fehlt mir nichts mehr, dann brauche ich über Missbrauch oder Ausgleichszahlung vielleicht gar nicht nachdenken, weil kann ich mit dem Geld nichts mehr anfangen. So nach dem Motto, ich habe genügend, ich bin abgesichert, dann sollte er lieber dann gar keinen Missbrauch zahlen, dann schenke ich es ihm gleich so, ohne Missbrauch. Aber je nachdem, wie die persönliche Situation ist, muss man aus dem Koffer der Möglichkeiten halt einfach das eine oder andere Werkzeug rausholen. Hab da bloß einmal einen Überblick gegeben, was so Themen sein können. Da gibt es aber jetzt kein richtig, falsch, besser, schlechter, individuell. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, wenn man sagt, 50% bleibt in den Familienmitgliedern, gibt es die Trennung von Unternehmenseigentum und Führung. Auch das haben wir schon öfters erlebt, dass man sagt, naja, ich habe einen schönen Kapitalstock, wir können uns da etliche Grundstücke, auch die Hotels können wir, aber die konnten wir gar nicht abkaufen, weil da reden wir über Millionen, das bringt gar keiner momentan her oder auch die Finanzierung nicht. Ich will es aber auch nicht verkaufen, ja? Aber ich kann mir vorstellen, meine Hotels zu verkaufen, zu verpacken, Entschuldigung. Also dann setze ich einen Fremdgeschäftsführer in den Betrieb ein, mache vielleicht irgendwo so eine Art Betriebsaufspaltung oder mache überhaupt eine Trennung von Betrieb und Besitz, setze einen Geschäftsführer ein, den kann ich vielleicht auch aufbauen, der kann unter mir dann groß werden, da kann man auch sagen, ja, wir machen einen Übergangszeitraum von 1, 2, 3 Jahren. Ich bin immer ein Fan von kürzeren Zeiten, Sie merken ja schnell, ob der einen Zug zum Tor hat oder nicht, aber einen Übergabezeitraum und wenn er es kann, dann übergeben Sie den Betrieb und verpachten sozusagen das Unternehmen, damit er nicht das große Kapitalinvestment hat. Gründung auch einer Kapitalgesellschaft. Und jetzt nochmal kompletter Verkauf, das sind jetzt sozusagen die Heuschreckenbegriffe, die ich da verwende. Da gibt es den Asset-Deal, man verkauft alle Einzelwirtschaftsgüter eines Betriebes oder Share-Deal, wenn Sie einen Betrieb haben mit einer Rechtsform der KG oder GmbH, da verkaufen Sie die Anteile und der Betrieb geht sozusagen automatisch über Management bei Out, damit Sie es einmal gehört haben, dass wenn Sie einen fähigen Geschäftsführer haben oder sagen, Mensch, das Kind, der ist super, der kann das genauso gut wie ich, der macht es, dann geben Sie dem Manager sozusagen die Chance, das rauszukaufen. Also er, obwohl er Angestellter ist, kauft er Ihnen das Unternehmen ab. Das nennt man als Management bei Out. Oder Sie kennen jemanden und sagen, den habe ich schon immer gewusst, den habe ich beobachtet, das wäre eigentlich der richtige Manager, der ist jetzt beim Betrieb XY drüben, dem biete ich das an, der kann sich da reinkaufen. Das ist der Management Buy-In und der Leverage Buyout, das sind Begrifflichkeiten, die auch in diesen Broschüren vorkommen, weil es nur einmal kurz erklärt haben, ist die echte Heuschrecke. Ich bin der Kapitalinvestor und sage, da habe ich eine Rendite von 10%, habe eine Zinszahlung von 5% und mit dem 15% Delta finanziere ich mir das raus. Das ist ein bisschen die kalte Hand des Kapitalismus, kommt da, aber kann auch vorkommen. Wer berät mich und vermittelt mir Nachfolger? Es wird sich nicht gleich weiter verwundern, dass wir natürlich an erster Stelle die Akonsis nennen. Ja. Aber auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband hat auch immer, oder auch die HOGA haben da Ansprechpartner, ein gutes Netzwerk. Wir können ihnen auch weiterhelfen, erste Ansprechpartner überhaupt einmal zu schauen. Aber auch Banker. Auch, also wenn Sie am Bett ihres Vertrauens haben, auf dem Land gibt es noch eher das in der Stadt, wo man sagt, naja, der kennt mich, dem vertraue ich auch, dann frage ich mal nach einem Rat. Aber es gibt auch die Beraterbank der Deutschen Bundesverband für Deutsche Unternehmensberater, ich habe da auch die Website hingeschrieben, auch Beraterbank der RKW Rationalisierung und Innovationszentrum der deutschen Wirtschaft, Verzeichnis der Wirtschaftsprüferkammer. Da gibt es alle Wirtschaftsprüfer, die in ihrer Nähe auch sind. Sie können es sozusagen auch regional eingrenzen. Aber auch Berater und Beraterinnen, Datenbank der bundesweiten Gründerinnenagentur. Ich habe es mal aufgeschrieben. Sie sehen, es gibt eine Fülle von Adressen, wo man sich hinwenden kann. Was wir empfehlen, deswegen haben wir da ein Ausrufezeichen hingemacht, ist das Existenzgründerportal vom Bundesministerium für Wirtschaft. Ist gut. Also ich bin jetzt normal nicht so der Fan von staatsgetragenen Empfehlungen, aber die hat mir gefallen. Also
www.existenzgründer.de ist immer mal ein Blick wert, mal durchzuklicken, das kostet nichts, da können Sie einfach mal schauen. Und auch die, was auch interessant ist, es werden viele Beratungen auch gefördert, das ist oft nicht so bekannt. Und einen ersten Überblick kriegen Sie auch in der www.förderdatenbank.de. Da werden auch Beratungen, dass Sie Ihren Betrieb verkaufsfähig machen oder Berater für den potenziellen Übernehmer. Weil das sind dann doch immer die, ich sage immer, die Berater sind nicht teuer, das muss ich sagen, sondern wertvoll. Ja. Und diese wertvollen Beratungen müssen natürlich, werden da zum großen Teil refinanziert. Also Sie kriegen da so eine Beratung auch zum großen Teil auch vom Staat gefördert. Und natürlich Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Seniorberater, Firmenkundenbetreuer der Bank, der Vollständigkeit halber. Aber immer bitte, da sollten Sie Leute haben, denen Sie vertrauen, wo Sie sagen, ja, der begleitet mich, der kennt mich, dann können Sie auch auf solche Leute zugehen. Jetzt zum Abschluss kommt nochmal, wollte nochmal was beleuchten, die Spannungsprozesse bei einer Nachfolgelösung innerhalb der Familie. Da soll ich vielleicht sozusagen kurz einführen. Ich lese mal vor, doch mal ganz gut lesen. Die Kinder haben mir einen Abtreter geschenkt. Meinst du, das ist eine Botschaft an mich als Firmenchef? Das ist, wo ich vorher gesagt habe, irgendeiner muss Ihnen sagen, es ist Zeit, Goodbye zu sagen, ja, sich zu verabschieden. Wenn es soweit ist, ist es vielleicht schon ein bisschen spät. Man soll es vielleicht ein bisschen früher erwischen, wobei, na gut, auf der anderen Seite ist es auch immer eine Entscheidung des Verkäufers, wann er verkauft. Ja. Wo wir oft, ich bin auch von meiner Ausbildung ja Wirtschaftsmediator, ich versuche auch zwischen Gesellschaftern, wir haben auch viele Familien, wo wir auch mal einfach, die kommen dann oft und wir beraten die, wir vermitteln auch, wir versuchen die unterschiedlichen Sichtweisen auch zu vermitteln, wie könnte ein Kompromiss aussehen innerhalb der Familie. Was aus unserer Erfahrung immer recht wenig thematisiert wird, ist der emotionale Aspekt. Das ist nicht so, dass heutzutage die Kinder froh sein können, dass sie ins gemachte Nest sich setzen. Das ist nicht mehr so. Vielleicht sagen die auch immer, Mensch, das Kind oder Papa traut mir überhaupt nichts zu, jetzt soll ich mal seinen Betrieb übernehmen. Ich weiß ja schon, dass er mir eigentlich ständig dann was drauftupft. Ja? Also das mag ich nicht. Also ich mag lieber meine Ruhe haben, ich mache mein Ding und gut ist. Ja? Dann muss ich mich nicht ständig dann auseinandersetzen. Also diese Emotionalität, diese Geschichte wird immer unterschätzt. Die emotionale Bindung zum Unternehmen und den darin tätigen Mitarbeitern ist entsprechend hoch. Das sind Ihre Mitarbeiter, also wenn Sie übergeben, sind Ihre Mitarbeiter, haben Sie aufgebaut, es ist Ihr Lebenswerk. Sie dürfen es aber auch selbst zerstören. Also es ist, ich habe auch schon jemand mal gesagt, der wollte, da habe ich gesehen, der mag gar nicht aufgeben. Da haben wir gesagt, Sie machen es einfach weiter. Es ist auch Ihre Entscheidung, zu lange zu machen. Wenn es für Sie in Ordnung ist und Sie das aushalten können, dann dürfen Sie auch den Betrieb wieder klein machen. Dann hat er gesagt, da haben Sie vollkommen recht, ich glaube, das ist sogar eine Lösung für mich. Das hört sich jetzt blöd an, aber Sie, da gibt es Leute, die würden eingehen, wenn Sie denen den Betrieb wegnehmen. Warum soll der Übernehmer einlassen? Macht da gar keinen Sinn. Wir haben aufgebaut, der darf man wieder klein machen. Also wirklich, das ist auch eine Option, die zwar jetzt blöd klingt, aber dann verkaufen sie den, kriegen sie ein schönes Geld und ab dem Zeitpunkt sind sie unglücklich. Keine Lösung. Deswegen sage ich, man muss sich damit auseinandersetzen. Dann die Mehrzahl der Unternehmen betrachtet Betrieb als Lebenswerk. Ja, genau, mit näher rückender Übergabe und zunehmendem Alter verstärken sich in der Regel widerstrebende Gefühle gegenüber einer Loslösung von Unternehmen. Und ich habe es vorher schon gesagt, Extremfälle bis hin zur Selbstsabotage des Nachfolgeprozesses. Ja, er wäre 100 wert, aber dann sage ich halt, der muss mal 1000 zahlen. Also dann bin ich vielleicht bereit, den herzugeben. Aber er muss schon das 10-fache zahlen. Ich übertreibe es mal, dass man einfach sagt, ja, der Sport ist Selbstsabotage, er will gar nicht verkaufen. Der bringt jetzt einfach die Messlatte so hoch, dass jeder sagt, mach dein Betrieb alleine weiter. Ursachen, Spannungsfelder, worauf führen wir das zurück? Was ganz menschlich ist, was wahrscheinlich auch nicht mal hier betrifft, potenzieller Statusverlust. Jetzt sind Sie Geschäftsführer, Ihnen gehört der Betrieb. Da sagt ihr, weißt du, das ist der Hotelier sowieso, gehört die alte Post oder der neue Wirt oder was auch immer. Super Betrieb.
Danach haben sie den Betrieb nicht mehr. Statusverlust und Verlust des wichtigen Lebensinhaltes. Das ist einfach ein Klassiker. Und dann weiteres Spannungsfeld, das ist mehr sozusagen auf die eigene Person. Kinder sind Kinder und bleiben Kinder. Sie brauchen aber einen Partner. Sie brauchen einen Übernahmepartner. Und dann ist die Frage, die Eltern-Kind-Beziehung im Rahmen einer Übernahme so zu gestalten, dass sie ihr Kind als gleichwertigen Partner akzeptieren und respektieren. Das ist sozusagen eine Denksportaufgabe, die jeder für sich mal beantworten würde, wenn er sozusagen ein Kind übergibt. Wie sieht er seine Kinder? So nach dem Motto, eigentlich bringt es der eh nicht sowas, da soll ich eigentlich froh sein, wenn er meinen Betrieb übernimmt, dann haben sie es schon verloren. Sie haben es schon verloren, bevor es angefangen hat. Kind wurde zur Nachfolge gedrängt, der will vielleicht ganz was anderes machen, der will Sportlehrer machen und dann muss er es dann Betrieb übernehmen. Das letzte eigentlich an Hotelier zu sein, aber wenn der Papa meint, dann mache ich es halt. Hat gute Ausgangsbasis. Und Kind wird nicht als gleichberechtigt im Unternehmen behandelt, das habe ich schon vorher erwähnt. Wie sind die Lösungsansätze dazu? Kommunikation, Coaching, Mediation. Sie brauchen Partner, Vertraute, die vermitteln können zwischen Ihnen und auch den Familienangehörigen, dass man da irgendwo sagt, dass man da irgendwie eine Augenhöhe herbeibekommt, dass man den anderen auch als Nachfolger respektiert und wenn man sagt, ich bin ja jeder Stärkere, dann wird es nichts. Und vielleicht so zum Abschluss, das hat mir jeder gesagt, gar nicht so leicht, einen Nachfolger großzuziehen. Ja. Den schnitzen wir uns. Das ist eigentlich der Klassiker. Ich bedanke mich, wenn jetzt noch Fragen sind, beziehungsweise ich übergebe jetzt gleich wieder an Herrn Schönherr, weil der Frageteil kommt noch. Kein Nachfolger. Herzlichen Dank, Herr Steinitz, während wir jetzt ganz kurz umbauen, möchte ich auch noch hinweisen, oder vielleicht darf ich Ihnen das noch einmal übergeben, darauf hinzuweisen, diese Broschüre, die wir im Nachgang noch verteilen. Also die liegen vorne, beziehungsweise auch im Empfang, die haben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, da haben wir unsere Broschüren geholt, die wir auch verteilen dürfen. Das ist die Unternehmensnachfolge, die optimale Planung. Da sind auch, da werden Sie auch Teile wiedererkennen aus meinem Vortrag. Das ist eigentlich ganz gut strukturiert, ist so dann kostenfrei, kann sich jeder kostenfrei dort bestellen. Sie gibt es aber auch von uns kostenfrei. Die werden draußen liegen und wenn Sie, sollten die auf einmal ganz schnell vergriffen sein, dann müssen Sie bloß vorne im Empfang nochmal nachfragen. Wir haben ausreichend Exemplare dabei. Ist gut gemacht, ist auch von dieser Next mit Doppel-X geschrieben. Finde ich ganz pfiffige Darstellung, auch für Laien. Erklärbar und so wie ich mich jetzt bemüht habe, keine Paragraphen und fachspezifische Begriffe außer dem Management Buyout zu verwenden, ist das eigentlich auch geschrieben. Da sind gute erste Tipps drin. Kann ich nur empfehlen. So, vielen Dank. Wir sind ja noch gespannt, ob da drinnen auch die Begrifflichkeit des Probesterbens abgebildet wird. Dann Kreationen. Copyright bei Herrn Stamitz. So. Ich habe Ihnen angekündigt, dass wir uns heute natürlich auch noch weitere Experten oder dass wir das Glück haben, weitere Experten mit dabei zu haben. Wir haben jetzt natürlich sehr viele Dinge, die vorwiegend sozusagen die steuerliche und rechtliche Sichtweise betreffen. Und ich würde jetzt für Sie zum Verständnis, wie es weitergeht, jetzt Folgendes unsere drei Kooperationspartner zu uns bitten, Sie dann ganz kurz einmal eine kleine Vorstellungsrunde durchlaufen lassen und dann hoffe ich, dass Sie auch noch viele Fragen haben an unser Expertenteam. Und so bitte ich jetzt einmal zu mir die Frau Susanne Dorm vom DEHOGA-Verband, die Frau Isabella Rehn von der Bayerischen Touristgesellschaft und den Alexander Bauerfeind von der WOGA. Und das kann man mit einem Applaus machen, bitte. Wir verteilen uns hier, wie gesagt, und ich würde mit der Frau Rehn an. Frau Rehn. Sie betreuen in der BTG, also in der Bayerischen Tourist GmbH, mehrere hundert Betriebe jährlich in unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Die Frage wäre jetzt, welche Erkenntnisse ziehen Sie hinsichtlich der Betriebsübergaben in den Betrieben und was können Sie uns ein bisschen zu diesem Thema sagen und vor allem, was mich interessiert auch, was ist so Ihr Leistungsspektrum im Rahmen dieser ganzen Möglichkeit? Wunderbar, vielen Dank, Herr Schönherr. Ja, also ich darf ja alle Dienstleistungsgesellschaften des DEHOGA Bayern über die Bayerische Gastgeber AG betreuen. Wir sehen, wie der Herr Schönherr gesagt hat, mehrere hundert Betriebe im Jahr über Zertifizierungen, Klassifizierungen, aber auch über operative Beratungen und kriegen da sehr viel Feedback von den Hoteliers und Gastronomen.
Ich kann nur wirklich das unterstreichen aus der täglichen Kommunikation, aus der Praxis, was der Herr Stammitz in seinem Vortrag erwähnt hat. Also wir sehen bei uns ca. 15% der Betriebe steht in den nächsten Jahren eine Betriebsübergabe an. In manchen Betrieben ist die Übergabe sehr unsicher. Das heißt, die Kinder sind noch nicht sicher, ob sie wollen oder nicht. Und auch wir sehen eine Tendenz dazu, dass die Betriebe das gerne ein bisschen hinauszögern oder vor sich herschieben, was natürlich die Entscheidungsfreudigkeit der Übernehmergeneration nicht unbedingt unterstreicht. Große Herausforderung, wenn Unsicherheit herrscht, der Herr Stammitz hat es auch gesagt, hat das auch eine Auswirkung auf Dritte, sprich auf die Mitarbeiter, die sich ja mit dem Fachkräftemangel wirklich aussuchen können in unserer Branche, wo sie arbeiten wollen. Das heißt Unsicherheit, wer ist zuständig, wer hat welche Aufgabe, wer hat was zu entscheiden im Unternehmen. Ja? Und wir sind eine emotionale Branche, wir verkaufen auch Emotionen, das heißt, wenn es im Betrieb ein bisschen knatscht, ja, dann spürt es auch der Gast. Und ich denke, dass die wenigsten diesen gesamten Spannungsbogen überblicken, wenn sie dieses Thema so ein bisschen vor sich her schieben. Gut, dann würde ich jetzt gleich einmal das Mikro weitergeben. Frau Drupp, ich muss gestehen, ich habe natürlich ein paar Notizen machen müssen im Vorfeld. Ich muss auch ganz kurz erklären, ich muss das auch runterlesen, weil ich ja so sehr viele Dinge über Sie sagen darf. Die Frau Susanne Drupp ist nämlich Geschäftsführerin im Bereich der Berufsbildung und Branchenförderung beim DEHOGA Bayern, Restaurantfachfrau, diplomierte Betriebswirtin mit über 20 Jahren Erfahrung in der deutschen und internationalen Hotellerie, zuletzt als Hoteldirektorin eines Hauses. Und hat obendrein vor 2 Jahren auch noch eine Weiterbildung in der IHK zur Wirtschaftsberaterin mit Schwerpunkt Betriebsnachfolge in der mittelständischen Hotellerie absolviert. Jetzt habe ich es durch. Jetzt würde ich Sie bitten, dass auch Sie uns ein bisschen den Verband DEHOGA vorstellen. Gerne, Herr Schüler. Wir sind ein großer Verband, wir sind eine große Branche. Wir sind eine Branche, die immerhin in Bayern 400.000 Mitarbeiter repräsentiert. Das ist jeder 20. Mitarbeiter, der in Bayern überhaupt, jeder 20. Bayer arbeitet im Gastgewerbe. Wir sind eine Branche mit 10.000 Auszubildenden, das ist jeder 10. Auszubildende. Und erst seit kurzem hat auch der bayerische Wirtschaftsminister verstanden, dass wir wirklich so eine Querschnittsbranche, eine Leitökonomie sind. Weil bisher war ja nur BMW, also die großen Industrieunternehmen, das waren die Leitökonomie, über die hat man gesprochen. Aber deswegen können wir auch wirklich jetzt mal selbstbewusst und auch stolz als Branche sein. Es wird jetzt erkannt, dass ohne bayerisches Gastgewerbe, ohne bayerische Hotellerie, Bayern fad wäre, langweilig wäre, nichts darf sich rühren. Und wenn wir nicht wären, ich gehe davon aus, dass es hier viele Gastronomen und Hoteliers sind, da wäre Bayern sowas von langweilig, da käme keiner nach hierher, da bräuchte man keinen Flughafen, wir bräuchten auch fast keine Autos, weil man braucht ja nicht mehr zum Essen fahren. Also von daher sind wir eine wichtige Branche und ich habe es ja schon, Sie haben es schon gesagt, Herr Schönherr, ich bin an sich in dem Bereich Berufsbildung, Fachkräfte und ich merke, dass dieses Thema ein ganz, ganz zentrales Thema ist und leider auch ein Thema ist, nämlich gerade dieser Fachkräftebedarf, den wir so haben, den viele junge Leute in den Familien abschrecken, den Betrieb zu übernehmen, weil sie nämlich sehen, was ihre Eltern ein Leben lang, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, gebuckelt haben, wie sie ihre Zeit da reingesetzt haben, wie alles sich diesem Betrieb untergeordnet hat, wo selbst am Weihnachten dann im Wirtshaus die Weihnachtsfeier stattgefunden hat, nach 21 Uhr, wenn die Gäste weg waren. Und da sagen eben viele junge Leute, das ist nicht mein Lebenskonzept. Wir haben einen ganz eklatanten Generationswechsel und auch Wertewechsel, wie man sich eben seine Work-Life-Balance vorstellt. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, so einen Wechsel hat es in früheren Generationen nie gegeben. Sie haben es angesprochen, Herr Stammitz. Die jungen Leute, denen geht es nicht mehr um Status, denen geht es wirklich um Freizeit, denen geht es um lieber keine Karriere, aber dann um 16 Uhr, 17 Uhr daheim sein, die Kinder zu, mit denen das Erwachsenwerden zu leben. Also ein völliger Paradigmenwechsel. Und wenn wir jetzt da reinstoßen mit der Betriebsnachfolge, da sind ganz, ganz viele Sachen unausgesprochen. Und das ist unsere Aufgabe beim DEHOGA. Vielleicht komme ich nachher noch dazu, weil ich nicht. Also es ist ein Thema, über das ich jetzt 2-3 Stunden unendlich gerne mit Ihnen im Dialog wäre, weil ich weiß, jeder hätte was dazu zu sagen. Vielen Dank. Wir werden Ihnen auch die Gelegenheit geben, anschließend danken.
Aber in jedem Fall hat man gehört, es spricht da sehr viel Erfahrung und Routine aus Ihnen. Und in diesem Sinne gehe ich gleich weiter zu unserem nächsten Gesprächspartner. Ich hatte auch im Vorfeld das Glück, mit ihm so ganz kurz ein bisschen zu plaudern und muss sagen, auch da waren sehr viele spannende Aspekte drin, was uns Herr Alexander Bauerfeind von der HOGA mitgebracht hat an Informationen. Und jetzt geben Sie es einfach selbst weiter an unser Publikum. Herr Schöner, vielen Dank. Ja, vielleicht ganz kurz zur HOGA für diejenigen, die uns nicht kennen. Wir sind ein unabhängiges Beratungsunternehmen hier mit Sitz in München. Die HOGA gibt es jetzt seit 50 Jahren, wie unschwer zu erkennen ist. Ich bin seit 50 Jahren noch nicht an Bord. Die HOGA hat aber, wie gesagt, mittlerweile 50 Jahre Bestehen hier in Bayern. Und in dieser Zeit, ja, also wir haben neulich mal in der Datenbank nachgeschaut, mittlerweile fast über 18.500 beratende Betriebe hier in Bayern. Und da ist natürlich das Thema, warum wir heute da sind, auch ein großes. Ich würde vielleicht 2 Minuten gerne nochmal zur Allgemeinsituation etwas sagen. Wir beschäftigen uns grundsätzlich mit betriebswirtschaftlichen Beratungen. Das heißt, wir fertigen unter anderem Gutachten an, wir errechnen heute Pachtwerte, wir errechnen heute Mietwerte, wir beschäftigen uns mit dem ganzen Thema Betriebsprüfungen, Nachzuschätzungen, wenn das Finanzamt da war, etc. etc. Das heißt, wir sind eigentlich in allen Thematiken immer sehr, sehr zahlenorientiert unterwegs. Das Gleiche bezieht sich dann natürlich auch auf das Thema Beratungen bei Betriebsübernahmen. Wir haben die Situation, dass im Grunde genommen der Mandant, der heute an uns herantritt, sei es ein Hotelier oder ein Gastronom, dass der sich im Grunde genommen heute mit seiner Übergabe zumindest schon mal zu einem gewissen Teil beschäftigt hat. Denn er fragt, wie soll ich denn meine Übergabe gestalten, was soll ich tun? Wir seitens der HOGA übernehmen eigentlich in diesem ganzen Konstrukt. Ich fand das ja toll, Herr Stammels, das war sehr umfänglich, was Sie erzählt haben. Wir übernehmen in diesem ganzen Konstrukt eigentlich nur 2 kleine Bereiche. Das ist auf der einen Seite das sogenannte Ertragswertgutachten. Das heißt, wir setzen uns also heute, wir haben die Möglichkeit seitens der HOGA ein Gutachten zu erstellen und da den Ertragswert dann abzubilden. Was wir nicht machen, also wir beurteilen das Ganze nicht nach Sachwert. Wir sind heute keine Immobilienmakler, wir können im Grunde genommen keinen Grund heute bewerten. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob das Haus irgendwann mal aus gutem oder schlechtem Holz gebaut ist. Ich weiß es nicht, das liegt unserer Beurteilung fern. Wir kümmern uns im Grunde genommen rein um die Zahlen. Zweiter großer und in meinen Augen auch sehr spannender Punkt, gerade wenn es darum geht, dass Familien heute übergeben, dass wir uns mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen, das IHK-Vorgründungscoaching. Herr Stammels, Sie haben das ja schon angesprochen, auch in Ihrem Vortrag, dass es ja viele Beratungen auch gibt, die im Grunde genommen gefördert werden. Die IHK fördert auch diese Vorgründung. Das heißt, wenn Sie heute, ich nenne ein kleines Beispiel, Sie haben heute Kinder, die wollen dann den Betrieb mal übernehmen und sind aber in der Form noch nicht selbstständig, haben noch kein Einzelunternehmen gegründet oder eventuell soll ja auch ein anderes Unternehmen gegründet werden, dann hat man die Möglichkeit hier über die IHK und dann auch mit der HOGA ein sogenanntes Vorgründungscoaching zu machen. Die IHK ist da wirklich sehr großzügig, das darf ich sagen. Es sind bis zu 10 Tage möglich, wo wir im Grunde genommen diese Person, die dann gründet, auch begleiten. Und auch das hat sich ein bisschen verändert. Früher war das mal so, dass man so eine Beratung vielleicht gemacht hat und gesagt hat, wie in Zukunft mal so eine Speisekarte aussehen soll, wie Rezepte errechnet werden können, etc. etc. Heute beschäftigen wir uns also da auch mit ganz anderen Themen. Auch wir haben uns ja neulich intensiv darüber unterhalten. Es geht hier um Themen wie, wie gehe ich in Zukunft mit meinem Datenschutz um. Wir haben die Themen heute, wie muss ich heute von meiner Kasse her alleine aufgestellt sein, wie müssen Dinge heute boniert werden, wie müssen Dinge erfasst werden, wie muss im Grunde genommen heute meine Buchhaltung aufgestellt sein, wie soll heute in Zukunft eine BWA aussehen, etc. Das sind also alles Themen, mit denen wir uns wesentlich intensiver beschäftigen, als wir das früher mal gemacht haben und die wir mittlerweile auch in diesem Vorgründungscoaching ganz klar abbilden. Ja, das war's eigentlich. Jetzt kam ich abrupt zum Ende, aber danke. Sag ich danke, aber den vierten der Runde, der hat sich ja eingehend schon gut vorgestellt, also somit ist die Runde komplett. Ich glaube, die Frau Trupp wollte jetzt noch was loswerden, oder? Wollen Sie nur? Sie kriegen schon noch die Möglichkeit. Ganz also unser Expertengremium ist jetzt sozusagen vollständig, hat sich auch entsprechend vorgestellt und jetzt hoffen wir natürlich auch, dass Sie die eine oder andere spannende Frage jetzt für uns haben und würde einmal sagen, feuer frei für Ihre Fragen. Gibt es jemanden, der was wissen möchte
Da passiert was. Also, bitte. Ich habe meinen Betrieb zur Hälfte an Besitz, ich weiß auch nicht einmal, ob der Betrieb dabei ist, übergeben. Ich komme zu Ihnen, da haben wir es. Ich habe meinen Betrieb auf Missbrauch übergeben, zur Hälfte. Das ist ein Fremdenzimmer mit einem Gebäude und halt einen landwirtschaftlichen Grund dazu. Aber ich kann ja zur Missbrauch auflösen. Die sagen, das habe ich nicht gewusst, wie ich es gemacht habe. Das löst sich erst zum Tode auf. Das, warten Sie, jetzt mache ich da den springenden Mikromann. Das, glaube ich, geht direkt an den Herrn Stamnitz. Das könnte so eine Frage in meinem Bereich sein. Also den Missbrauch, da ist Ihnen schon was richtig gesagt worden. Eine Möglichkeit ist durch den Tod. Also der Missbrauch endet bis zum Tod einfach. Normal läuft er bis zum Tod und dann erlischt er mit dem Tod auch das Missbrauchberechtigten. Sie können aber auch einen Missbrauch ablösen. Also man kann ihn auch verkaufen oder auch schenken. Also man kann auch sozusagen jemandem sagen, okay, ich schenke dir den Missbrauch, also das ist ja auch ein schenkungssteuerlicher Wert dann auch zu ermitteln. Wenn man sagt, okay, mir würde das Grundstück gehören, Sie hätten einen Missbrauch, dann könnten Sie irgendwann sagen, okay, den Missbrauch brauche ich nicht mehr, ich bin jetzt richtig versorgt und damit du besser wirtschaften kannst, schenke da den Missbrauch. Dann kann man zum Notar gehen, Sie können zum Notar gehen und den auch löschen lassen. Ich kann schon löschen, weil ich alle 10 Jahre was weggeben wegen dann der Steuer. Da kann ich löschen. Genau, dann können Sie jetzt mit Ihrem Steuerberater, der soll dann ausrechnen, was das für ein Wert wäre. Und wenn es innerhalb der Freibeträge ist, dann können Sie das im zweiten Schritt zum Beispiel auch löschen. Ja. Was? Schon. Das geht schon. Aber das kann Ihnen keiner wegnehmen. Also Sie haben es schon in der Hand. Ja. Grundsätzlich, dass Sie es sagen, wenn ich nicht mag, dann bleibt es bis zu meinem Lebensende. Aber wenn Sie ihn hergeben wollen, dann können Sie ihn auch hergeben. Entgeltlich oder unentgeltlich. Gibt es noch jemanden, der dazu etwas sagen kann, möchte, darf, sollte? Dann freue ich mich auf die nächste Frage. Wer hat noch was, was ihn auf der Zunge brennt? Gibt es keine Fragen, alles erschöpfend erklärt heute. Also, Herr Stamnitz, ich habe Sie noch mehr Zeit. Sie haben zu viel Information geliefert. Also, da würde ich sagen, wenn es jetzt keine Fragen hier im Publikum gibt, habe ich der Frau Druck versprochen, sie darf sich noch einmal, sollte sich vielleicht noch einmal zu Wort melden, weil wir glauben, da steckt noch sehr viel drin, was wir hören wollen heute. Bitte, Frau Druck. Also vielen Dank, dass ich nochmal das Wort bekomme. Mir geht es nochmal um das ganze System. Es ist ja so, Sie haben die Situation heute auch ein bisschen angeregt, dass eben eine Nachfolge vielleicht, wenn ich Sie alle hier so sehe, in 10 Jahren ansteht, weil Sie alle noch sehr jung aussehen. Frühestens. Aber der Herr Stamnitz hat es gesagt und das ist auch unsere Erfahrung, meistens wartet man zu lange, weil man denkt, es hat schon noch Zeit, außerdem hat man ja oft auch gar keine Zeit. Und die Gäste sagen ja, mei, du wirst doch hier, du bist doch noch so jung. Wir sind ja so eine Gesellschaft, wo man das nicht ehrlich sagt. Und deswegen ist es eine Haltung, eine ganz honorige Haltung, wenn ich frühzeitig sage, ich schaue mir das mal einfach an. Das heißt ja noch nicht, dass ich morgen jetzt aufhöre, sondern ich schaue mir es einfach mal an. Und dann ist es auch so, dass man auch weiß, wo geht man hin. Ich möchte Ihnen einfach nur nochmal die Partner sagen, wie wir zusammenhängen. Der DEHOGA Bayern ist natürlich ein Verband, der hat in jedem Bezirk seine Geschäftsführer. Und diese Geschäftsführer kennen nicht nur ihren Betrieb, sondern die kennen ganz viele Betriebe, die haben ein richtiges Netzwerk. Und die können Ihnen auch ganz viele Tipps geben, also auch zum Beispiel einen Nachfolger vielleicht aus den Reihen. Und es ist auch derjenige, mit dem Sie zum Beispiel ein sehr schönes Erstgespräch führen können. Einfach steht mal an, so jung wie wir sind, in 10, in 15 Jahren, und ich möchte mir mal Gedanken machen, kann ich schon Weichen stellen? Jetzt sind es Rechtsanwälte, also Juristen, und sie sind keine Steuerberater. Und weil wir eben da auch standesrechtliche Aufgaben gibt, haben wir eben als Partner die Akonsis, wo wir sagen, denen können wir vertrauen. Sie sind selbst auch bei uns seit vielen, vielen Jahren, der Knopf, der Stamnitz, beraten auch uns als großen Verband. Und das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist natürlich die wirtschaftliche Säule, die jetzt hier der Herr Bauernfeind abdeckt mit der HOGA. Aber das ist noch nicht alles. Denn Sie haben es angesprochen, das Loslassen und das Sprechen in der Branche ist das Allerwichtigste. Und ich kann Ihnen, wenn es Zeit noch ist, einen Fall nennen, den ich begleiten durfte, wo am Schluss alles nicht so gekommen ist, wie Sie es gedacht haben. Darf ich den kurz erzählen? Ja, klar. Ehrlich? Also es ist ein Fall in Unterfranken und der Schwiegersohn, oje, oje, ist ein Freund von mir gewesen.
Also nicht mein Freund, das nicht, dass ich was so, sondern mein Freund. Und er rief mich eines Tages an und sagt, ich habe mich, die haben sich in Singapur kennengelernt, eine junge Frau, die bei mir Praktikum gemacht hat, dadurch war das der Zufall, und wir sollen ein Unternehmen übernehmen, aber das kann ich so nicht tragen. Es war ein Unternehmen in Unterfranken, sehr schöner Grund, sehr schöne Lage, und die hatten sehr viel Busgeschäft. Die Eltern, also der Übergeber, waren 60 Jahre alt, haben noch lange nicht daran gedacht. Der Sohn war Koch und er sollte es natürlich übernehmen. Ist ja klar, der Sohn macht es. Und die Tochter soll dann kommen mit dem Schwiegersohn und sich unterordnen. Der Schwiegersohn war aber Hoteldirektor, der hat sich überhaupt nicht unterordnen wollen, aber es wurde darüber nicht gesprochen. Dann bin ich da hingekommen und habe mit der ganzen Familie so langsam das mal so mitbekommen, auch so mal mit dem einen gesprochen, mit dem anderen gesprochen. Und dann kam einfach raus, dass alles sich um eine Sache gedreht hat, nämlich um das Belohnungszentrum der Mutter, die nämlich wahnsinnig gern dekoriert hat. Und dieses ganze Dekoration, wo die Gäste immer gesagt haben, wie toll es ist, hat das Belohnungszentrum der Mutter voll bedient. Und den Vater, das Vater war glücklich, wenn die Mutter glücklich war, also hat er natürlich da nicht dagegen gewirkt. Der Sohn wiederum hat die Mutter geliebt und hat natürlich auch nicht der Mutter ihr große, die Dekoration, die übrigens auch leicht kitschig war, nicht wegnehmen wollen. Und jetzt kommt dieser Schwiegersohn rein, ein richtiger Unternehmer, der sagt, in diese Sache, ich möchte daraus was ganz was anderes machen, ich möchte ein Tagungszentrum machen mit Hotelzimmern, ich möchte keine Busunternehmen mehr. Und das ist der Klassiker. Ich kann Ihnen eines sagen, in dem Gespräch kam raus, dass der Koch eigentlich Lehrer werden wollte. Er ist heute Küchenlehrer, Fachbetreuer in der Berufsschule, allerdings in Hessen, weil das ist, der hat was ganz was anderes gemacht. Der Schwiegersohn war übrigens der Einzige, der am Schluss einen Kredit bekommen hat. Die anderen waren überhaupt nicht mehr kreditfähig, also kreditwürdig nach Basel 2004, ne? 3. Also es war dann am Schluss der Schwiegersohn, der den Kredit aufnehmen konnte. Und inzwischen heißt dieses ganze Betrieb nicht mal nach dem alten Namen, sondern nach dem neuen Namen. Aber, und das haben wir rausgefunden in dem ganzen Prozess, alle hatten ein Ziel, sie wollten Weihnachten zusammen feiern. Das war Heimat. Und das war dann während des ganzen Prozesses, habe ich immer wieder einen Christbaum gemalt. Und sage, jetzt wird der Christbaum aber leider keine Kerzen dran haben. Und wir brauchen auch keinen Christbaum, wie jetzt die Situation ist. Und über diese emotionale Brücke sind wir gelaufen und am Schluss hat dann die Mutter im Restaurant ein Stümmerl gekriegt, wo sie dekorieren kann, so viel sie will, für die Stammtische. Allerdings nur 4-mal im Monat. Und sie darf am Sonntag zum Brunch kommen. Das ist ganz klar sogar notiert worden. Und ansonsten ist der Vater Senior Expert Service, also das sowas ähnliches wie Business Angel. Also es wurde ganz genau durchdekliniert. Und in diesem ganzen Prozess war nicht ich diejenige, sondern es war immer wieder wichtig, der Steuerberater musste dann schauen, ob das Konstrukt geht, der Finanzberater musste schauen und bis hin der Jurist, ob das auch gesellschaftlich geht. Also das ist, und deswegen dauert es 5 Jahre. Und damit alle dann wieder am Christbaum zusammensitzen. Und das bieten wir Ihnen alle und deswegen sind wir so ein tolles Team und ich denke, das ist so, wie das Leben spielt. Ne? Also recht herzlichen Dank, Frau Roth. Ich glaube, dass man noch viele weitere spannende Geschichten von Ihnen hören darf und kann. Jetzt möchte ich noch einmal die Frage in die Runde schicken, sowohl einmal zu Ihnen. Gibt es jetzt noch Fragen, die aufgetaucht sind, etwas, was Sie jetzt noch loswerden wollen? Ich verstehe natürlich auch klar, wenn die Branchenkollegen da sitzen, outet man sich nicht so gern und sagt, ich möchte gerne über meine Nachfolge reden. Deswegen gibt es auch jetzt schon, bevor vielleicht noch unsere Partner ein Abschlussstatement geben wollen, so sie möchten, ja, schon den Hinweis, wir haben natürlich draußen eine Kleinigkeit für Sie vorbereitet und noch jede Menge Zeit auch im weitesten Sinne vorbereitet, damit wir uns draußen noch austauschen können und ich bin sicher, die Frau Thur hat noch viele, viele spannende Geschichten. Deswegen meine Frage noch einmal an das Podium. Frau Rehn, möchten Sie noch ganz kurz ein Abschlussstatement geben, Unternehmensnachfolge, was wäre so ein spontaner Tipp, den Sie jetzt in die Runde schicken möchten? Also ich glaube, das Wichtigste ist, externe Betreuung und Beratung in Anspruch zu nehmen. Ich kenne über wirklich zig Gespräche nicht einen einzigen Fall, wo es erfolgreich übergeben wurde, ohne externe Hilfe. Und das nicht nur rechtlich und steuerrechtlich, sondern auch auf der persönlichen Ebene.
Und da schließt sich ja bei uns dann wieder der Kreis. Also wir sind ja, bieten viele Dienstleistungen an und vermitteln dann so jemand wie die Frau Truh oder auch jemand anderen, je nachdem was gewünscht ist, um eben diese Lücken zu schließen für den ganzen Prozess. Also Beratung annehmen und nicht resistent sein. Herr Bauerfeind? Ich darf auch nochmal. Dankeschön. Ja. Also ich möchte es einfach, und ich glaube, das hat man heute auch rausgehört, das ist glaube ich die Essenz aus allem, beschäftigen Sie sich bitte rechtzeitig mit diesem Thema. Wirklich rechtzeitig daran denken. Und das Zweite, was ich Ihnen ganz gerne mitgeben möchte, ist, ich glaube, das hat man heute dann auch, und das haben Sie auch ein bisschen rausgehört, es ist nicht das einzelne Gegenüber, was Ihnen helfen kann, sondern Sie werden sicherlich für diverse Themen diverse Experten brauchen, die im Grunde genommen dann pro Gebiet ihre Expertise abgeben und Sie damit unterstützen. Vielen Dank. Danke recht herzlich. Dann würde ich sagen, das Schlusswort geben wir nochmal dem Gastgeber des Abends, dann Herrn Stamnitz. Danke. Also ich kann es nur bestätigen, wir machen das öfters. Das, was Sie einmal im Leben machen, ist bei uns vielleicht nicht Tagesgeschäft, aber regelmäßiges Geschäft. Dann sind die Sachen vertraut. Aber ich will jetzt nicht noch länger Sie auf der Folter spannen oder hier noch länger halten. Als Gastgeber auch kann ich nur sagen, das Buffet ist eröffnet. Greifen Sie zu, auch Getränke sind noch da und wir bleiben noch da. Die mit dem roten Namen sind Mitarbeiter auch der Herr Konzis, also die dürfen Sie auch gerne ansprechen. Das sind teilweise auch, viele sind Steuerberater, Rechtsanwälte, also wenn Sie noch den einen oder anderen oder Sie angesprochen werden, der hat eine rote Schrift, dann ist er auch von der Herr Konzis. Und ansonsten gute Gespräche noch, netten Abend. Es lohnt sich auch der Blick einmal raus über die Dächer von München. Wir haben hier auch einen Blick auf die Frauenkirche. Jetzt ist es ein bisschen frisch, wir haben schon im Sommer mal eine gehabt, da sind die Leute nicht mehr gekommen. Also, netten Abend noch, gute Gespräche und vielleicht sehen wir uns auch wieder. Danke.